Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei ZDF heute live. Vielleicht habt ihr schon Bilder oder Videos der Aktion heute irgendwo im Internet gesehen. Die sogenannte Letzte Generation hat heute versucht, mit rund 35 Blockaden die Hauptstadt Berlin lahmzulegen. Da standen dann Menschen auf der Straße, blockierten diese mit Autos oder klebten sich, das ist ja mittlerweile sowas wie das Markenzeichen der Gruppe, mit Kleber auf die Straße. Ja, und im Rahmen dieser Protestaktionen wurden, das ist der Stand von heute Nachmittag, laut Berliner Innensenatorin rund 200 Personen an 35 Orten festgenommen. Die sogenannte Letzte Generation fordert mit ihren Protestaktionen ja immer wieder konsequentere Maßnahmen für den Klimaschutz von der Bundesregierung. Wie legitim dieser Protest ist, dazu gehen die Meinungen aktuell auseinander. Ich habe für Anliegen Verständnis, aber für die Art und Weise überhaupt nicht. Es geht nicht an, dass irgendwelche selbsternannten Weltretter glauben, den deutschen Staat erpressen zu dürfen. Geld muss auch verdienen, sonst sind Sie schon bei den Politikern vor das Büro setzt worden. Wir befinden uns im zivilen, friedlichen Widerstand und protestieren gegen das fossile Wahnsinn, diesen fossilen Wahnsinn, den die Bundesregierung weitermacht. Sie treibt uns damit sehenden Auges in die Klimakatastrophe. Das Zeitfenster, in dem wir eine Katastrophe, den Kollaps unserer Gesellschaft noch abwenden können, das schließlich. Wenn ich von Katastrophe spreche, dann spreche ich davon, dass unsere Ernten ausfallen werden. Dann spreche ich davon, dass das Wasser knapp wird. Ja, wir hören von Argumenten auf der AktivistInnenseite, wir hören aber auch von Argumenten von den Menschen, die da im Stau stehen und genervt sind. Und über diese Proteste, über die deutschen Klimaziele und auch über die grüne Politik der Bundesregierung wollen wir gleich sprechen mit Raphael Thelen. Er ist Aktivist bei der sogenannten Letzten Generation und mit Stefan Gelper. Er ist Bundestagsabgeordneter und verkehrspolitischer Sprecher vom Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Und wie immer will ich darüber auch mit euch da draußen sprechen. Habt ihr Fragen zum Thema oder wollt einfach mal eure Meinung mit uns teilen? Dann macht das gerne hier im YouTube-Chat oder per Mail an die Mailadresse, die ihr da gerade eingeblendet seht. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, lasst uns noch mal einen Blick darauf werfen, was da genau heute in Berlin alles passiert ist. Los geht's früh am Morgen, etwa am Ernst-Reuter-Platz, Bezirk Charlottenburg oder auf der Stadtautobahn. Egal wo, überall ein ähnliches Bild, nur wenige Aktivisten und viele, viele Autos im Stau. Die Polizei spricht von rund 35 Protestaktionen überall in der Hauptstadt, hier eine Auswahl der größten. Man klebt am Fleck. Deswegen kommen Rettungswagen teils nicht durch, wohl auch, weil keine Rettungsgasse gebildet wird. Viele Autofahrer reagieren wütend und versuchen, sich Platz zu schaffen. Selbst Justiz mit allen Mitteln, auch mit drastischen. Dieser Mann zieht Frauen von der Straße an den Haaren. Etwa 500 Einsatzkräfte sind vor Ort. Sie lösen die meisten Aktionen schon am frühen Nachmittag auf und nehmen mehr als 200 Menschen fest. 50 von ihnen kommen in Gewahrsam, damit sie nicht umgehend wieder protestieren auf den Straßen Berlins. Ja, über diesen Protest und die Klimapolitik der Ampel sprechen wir jetzt mit Raphael Thelen von der Letzten Generation und Stefan Gelper vom Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Guten Abend. Herr Thelen, wir fangen mal direkt mit Ihnen an. Sie sind ja selber Aktivist bei der sogenannten Letzten Generation. Wie bewerten Sie denn den heutigen Tag in Berlin? War das aus Ihrer Sicht ein Erfolg? Klar, wenn man sich anschaut, wo wir angefangen haben vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, war das ein Dutzend Menschen und selbst im Herbst waren es nicht so viele. Und jetzt waren 300, 200 Leute auf der Straße, 35 Blockaden. Sie haben es eben gezeigt, die Politik ist mal wieder genötigt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was sie sehr, sehr gerne vermeiden würden. Und es gilt natürlich für die FDP, natürlich für die SPD, leider auch für die Grünen, wobei man die Grünen natürlich da ein bisschen aussparen kann. Aber natürlich war das so gesehen ein Erfolg. Ja, Herr Gelper, Sie sind ja Teil von Bündnis 90 Die Grünen. Das ist also sowas wie die Klimapartei im deutschen Volksmund. Wie guckt man denn in Ihrer Partei jetzt auf diesen Protesttag? Weil Klimaziele oder engagierterer Klimaschutz, das ist ja eigentlich auch im Interesse Ihrer Partei, oder? Also engagierter Klimaschutz, klar, das ist nicht nur Interesse unserer Partei, das ist quasi die DNA unserer Partei.
Und tatsächlicherweise nehmen wir natürlich diese Proteste wahr, das ist klar. Wir sehen auch die ja immer wieder geäußerte Verzweiflung der Aktivistinnen und Aktivisten. Das wollen wir auch gar nicht wegdiskutieren. Ob das jetzt den Klimaschutzgedanken in die Breite der Gesellschaft, in die Breite der Politik transportiert oder ob wir immer stärker über Selbstjustiz, über ja, Protestformen diskutieren, das glaube ich, da kann man sehr geteilter Meinung sein. Wir sehen jetzt nicht, dass heute mit diesem Tag der Klimaschutz einen Schritt nach vorne gekommen ist, sondern ich persönlich sehe immer Menschen, die genervt sind. Und wir müssen ja dahin kommen, dass man nicht nur auf die Klimakrise aufmerksam macht. Ich glaube, das Buzzword Klimakrise, das ist inzwischen jedem geläufig, sondern dass wir die Klimasaboteure, die eben den aktiven Klimaschutz, den effektiven Klimaschutz stören oder behindern, dass wir die stellen. Und ich glaube, da müssen wir auch zivilgesellschaftlich in den Aktionsformen deutlich präziser werden. Ja, wir merken schon, das sind zwei ziemlich unterschiedliche Sichtweisen auf einen und denselben Tag, obwohl das ja, Herr Gelper hat es gerade gesagt, eigentlich auch die DNA der Grünen ist, den Klimaschutz voranzutreiben. Ja, Nicht eigentlich. seit die Grünen in der Ampel auf Bundesebene regieren, mussten sie bei diesem DNA-Thema allerdings ein paar Kompromisse eingehen. Lass uns da mal drauf gucken. 2022 wurden die Klimaziele in Deutschland teilweise verfehlt. Zu diesem Ergebnis kam der Expertenrat für Klimafragen in einem jährlichen Prüfbericht. Wir sehen eigentlich, dass wir in keinem Sektor wirklich auf einem guten Weg sind. Und das heißt, auch wenn wir aggregiert betrachten, ist es nicht so, dass ein Sektor dem anderen was ausleihen könnte. Vor allem in den Bereichen Gebäude und Verkehr sind Emissionen weiterhin zu hoch. Insgesamt gingen die umweltschädlichen Emissionen 2022 gegenüber 2021 zwar um 1,9% zurück, das lag aber vor allem an der Industrie. Sie produzierte während der Corona-Pandemie weniger Emissionen. Im Verkehrssektor fordern Klimaschützer mehr Engagement. Im Wahlprogramm der Grünen vor der Bundestagswahl hieß es noch: Deutschland hat keinen Mangel an Straßen, erst recht keinen an Autobahnen. Wir wollen deshalb den Bundesverkehrswegeplan schnellstmöglich durch einen neuen Bundesnetzplan ersetzen. Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP hält am Individualverkehr mit Auto nicht nur fest, er fordert sogar den Ausbau von 144 Autobahnprojekten. Auch ein flächendeckendes Tempolimit wird innerhalb der Koalition heftig diskutiert. Die Grünen fordern ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen, die FDP ist dagegen. Eine Studie des Bundesumweltministeriums kam zu dem Ergebnis, dass mit einem flächendeckenden Tempolimit von 130 km/h jährlich bis zu 1,9 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden könnten. Andere Berechnungen sehen neben dem Klimaschutzeffekt auch einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen bei einem Tempolimit, unter anderem durch eingesparten Treibstoff und weniger Unfällen. Ja, nochmal als Kontext für euch. Deutschland will seinen Treibhausausstoß bis 2030 um 65% gegenüber 1990 reduzieren und bis 2045 soll sogar Klimaneutralität erreicht werden. Laut Expertenrat ist dieses Klimaziel aber nicht zu erreichen, wenn es in diesem Tempo weitergeht. Und diese Sektorziele, von denen wir gerade gehört haben, da wurde letztens nach einem Koalitionsausschuss verkündet, dass diese Sektorziele aufgehoben werden sollen. Das heißt, es wird über den Durchschnittsemissionswert über alle Sektoren hinweg geguckt. Also das heißt, ein Sektor muss jetzt nicht mehr ein bestimmtes Ziel erreichen, sondern alle gemeinsam müssen das Ziel erreichen. Herr Gelper, würden Sie sagen, die Grünen sind immer noch eine Klimapartei? Ja. Warum merkt man denn da auf Bundesebene gerade so wenig von? Also ich glaube, viele Menschen sehen da schon die Entwicklung nach 16 Jahren quasi Agonie und Stillstand. Haben wir jetzt im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Energiewende, aber auch im Bereich Umwelt schon deutliche Schritte nach vorne gemacht. Selbst im Bereich Verkehr, der so gescholten ist, gibt es Hoffnung bei aller Düsternis. Das 49-Euro-Ticket ist in aller Munde. Das Verbrenneraus ist jetzt beschlossen. Das heißt mal in anderen Worten, der Hochlauf der Elektromobilität. Wir haben das Homeoffice gestärkt, beziehungsweise sind da auf dem Weg, das noch weiterzumachen. Wir haben ein Milliardenpaket für
für Bus und Bahn geschnürt. Das reicht alles nicht, das ist vollkommen klar. Und natürlich müssen wir da auch den Verkehrsminister antreiben, damit da ja die Verkehrswende kommt. Und da ist viel zu tun. Und an diesem viel zu tun, da wäre es natürlich leichter, wenn wir statt 15% im Bundestag 25% hätten. Ist jetzt aber nicht so. Deswegen müssen wir dem arbeiten, was wir haben. Das tun wir Tag für Tag. Legen uns da mit der Opposition, aber eben auch das ein oder andere Mal mit unseren geliebten Koalitionspartnern an, um eben den Klimaschutz voranzubringen. Das ist nicht immer schön und nicht immer einfach. Und das sieht man ja auch, das wird ja auch breit berichtet in der Presse, dass es da Stress gibt, dass es da Streit gibt. Aber tatsächlicherweise parlamentarische Mehrheiten und gesellschaftliche Mehrheiten fallen beide nicht vom Himmel, sondern müssen eben mühsam hergestellt und erarbeitet werden, manchmal mit Verhandlungen. Ja, das ist so. Ja, also man muss sich ja mal vorstellen, wir haben ja keine 51% im Bundestag. Dann würden wir nur mit uns selbst verhandeln, sondern wir müssen gucken, wie wir die Gesetze so hinbekommen, dass wir eben auch die Zustimmung von SPD und FDP bekommen. Da hapert es hier und dort. Das ist voll auch, kam auch im Beitrag gerade raus. Es ist jetzt nicht so, dass die Sektorenziele oder die, ich nenne es lieber Verpflichtungen aus den Sektoren, dass die jetzt mit einem Mal weg sind, sondern es kommt eine sektorübergreifende Betrachtung dazu. Und im Kern sollen die Sektorziele erhalten werden. Da müssen wir schauen, wie wir diese Verpflichtungen dann im Gesetz so scharf stellen, dass es zum Beispiel auch den Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichts genügt und eben auch den Pariser Klimaschutzzielen. Das wird noch eine spannende Verhandlung, die wir da mit SPD und FDP zu führen haben. Ja, man hört von vielen Kompromissen, vielleicht auch ein bisschen von der Ernüchterung in diesem politischen Tagesbetrieb. Herr Thelen, Sie sind Teil der letzten Generation und ein erklärtes Ziel von Ihnen ist ja auch ein oder war ein 9-Euro-Ticket. Herr Gelper spricht es gerade an, jetzt kommt das 49-Euro-Ticket. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem, was die Grünen bisher in der Ampel klimaschutztechnisch erreichen? Na ja, erstmal muss man ja sagen, genau. Das ist ja ein Erfolg von uns. Uns wird immer gesagt, es bringt nichts, was wir tun. Aber jetzt kommt dieses Ticket nicht für 9 Euro, aber für 49 Euro. Wie gesagt, das Thema ist jeden Tag in den Medien, weil wir darauf hinweisen. Es gibt mittlerweile Bundesländer, in denen wird über ein Lebensmittelrettungsgesetz verhandelt, so wie wir das ursprünglich auch mal gefordert haben. Aber man muss sich immer wieder klar machen, uns geht es ja nicht um Klimaschutzziele, sondern unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Ich habe für die letzten 4, 5 Jahre für den Spiegel und die Zeit über die Klimakrise berichtet. Ich war in Südafrika, habe da mit einer Familie geredet, in Kapstadt, in einer Stadt ziemlich ähnlich wie Berlin. Und diese Familie mit 5 Personen hatte 25 Liter Wasser am Tag. Das sind 5 Liter pro Person. Das reicht kaum zum Trinken, kaum zum Kochen und nicht zum Waschen. Und Kapstadt ist sehr ähnlich wie Berlin. Deutschland ist eine der am härtesten betroffenen Regionen der Klimakrise. Das Mittelmeer ist eine der am härtesten betroffenen Regionen. Wir müssen uns klar machen, es geht hier nicht um Klimaschutzziele. Es geht nicht um irgendwelche Zahlen. Es geht auch nicht um das Paris-Abkommen. Natürlich müssen wir das einhalten. Wir haben uns dazu verpflichtet. Aber es geht um unsere Lebensgrundlagen. Und dann muss man sich vielleicht auch mal durchsetzen. Und das müssen wir uns immer mal wieder klar machen. Das ist das, worüber wir hier reden. Wir reden nicht über irgendwas, was wir tun können, sondern wenn wir das nicht machen, dann sagen Menschen wie Stefan Rahmstorf, Schellenhuber, unsere bedeutendsten Klimaforscher, dass unsere die Existenz unserer Zivilisation bedroht ist. Und das bedeutet Bürgerkriege, Hunger, Durst, Zusammenbruch. Und darüber müssen wir reden. Und dann kommt bei den Grünen leider doch ein bisschen viel Wischiwaschi rüber. Also ich meine, denken wir über Lützerath nach. Das war nicht die FDP, das war nicht die SPD, die Lützerath hat abgraben lassen, damit RWE die Kohle da rausholen kann unter falschen Vorwänden, sondern die Grünen. Herr Gelper, Sie sind ja Teil der Ampelkoalition mit den Grünen und Sie sind nicht unbedingt der kleinste Juniorpartner. Bei Herrn Thelen gibt es da viel Unverständnis, warum quasi gerade viele Kompromisse in Richtung FDP gefunden werden. Können Sie diese Wut, ich spreche jetzt einfach mal von Wut, können Sie die verstehen? Natürlich kann ich das Verstehen, das Nachvollziehen, das ist jetzt intellektuell jetzt nicht so herausfordernd zu sagen, das reicht nicht, weil genau diesen Punkt, der trägt uns ja durch den Tag, uns Bündnisgrüne, weil wir machen ja nichts anderes. Wir stehen morgens auf und fangen dann daran zu arbeiten, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, im Klimaschutzbereich, im Umweltschutzbereich und so weiter und so weiter.
um diesen Krisen eben adäquat zu begegnen. Das ist das, weshalb wir Politik machen. Das treibt uns an. Und das ist, glaube ich, auch die Verbindung zu Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung. Wir haben jetzt immer die Suche nach dem richtigen Hebel, um trotz 15% im Bundestag eben einem 50% für ein Gesetz hinzubekommen. So, und ja, da müssen wir dann eben auch immer schauen, was ist da als Narrativ richtig, was stimmt und was stimmt nicht. Zum Beispiel Lützerath, ich will es jetzt nicht verteidigen. Ich finde es auch nicht schön, dass dieses Dorf jetzt da zerstört wird und abgebaggert wird. Ich finde es sogar falsch. Aber muss feststellen, das stand schon vor der Koalition in dem Gesetz drin, und in den Koalitionsverhandlungen konnten wir dort weder bei SPD noch bei FDP ein Verständnis dafür finden, mehr als diese 5 Dörfer, also Kainburg, Unterestrich, Oberestrich, zu retten. Deswegen haben wir die 5 Orte retten können, aber eben den 6. eben nicht. Und das ist schlecht, das ist ja so. Und deswegen müssen wir jetzt trotzdem aufstehen und weitermachen. So, das ist, wir werden diesen Kampf ja nochmal kämpfen müssen im Osten der Republik, wo wir noch keinen Kohleausstieg 2035 haben, sondern wo noch viel weitere Landschaft, Fläche, Räume bedroht sind. Wo noch, also, ne, ich will es jetzt gar nicht schwarz machen, also Macht kommen wir vom Machen, ne? Wir müssen ins Machen kommen, aber dann und das immer wieder jeden Tag. Sie haben ja eben selber gesagt, lassen Sie uns doch mal über die Verursacher dieser Krise sprechen. Wir reden die ganze Zeit über Ölheizungen, über E-Fuels. In jeder Familie gibt es mittlerweile Streit, wer wie lange duscht und das Licht anlässt. Dabei gibt es in Deutschland eine sehr klare Verteilung, wer sehr viele Emissionen produziert. Die obersten 10% in Deutschland produzieren so im Schnitt 105 Tonnen CO2 im Jahr. Das ist 10-mal so viel wie ich. Und wenn man noch in das oberste Prozent reingeht, dann sind das bis zu 11.000 Tonnen. Das ist 1.000-mal so viel CO2, wie ich im Jahr produziere. Warum gehen sie nicht dahin? Warum müssen irgendwie die 2/3 der Bevölkerung, die unteren 2/3, die in den letzten 40 Jahren ihre Emissionen schon gesenkt haben, warum müssen die jetzt auf die Heizungen tauschen? Warum gehen sie nicht mal dahin, wo die wirklich großen Verschmutzer sind? Warum gehen sie nicht mal an RWE dran? RWE ist reich geworden mit der Produktion dieser Klimakrise. Die sitzen auf sehr, sehr viel Geld. Das ist Geld, das wir vielleicht brauchen könnten, um die Transformation zu bezahlen. Kein Reicher muss darben, wenn wir ihm seine Privatjetflüge streichen. Kein Mensch braucht eine riesige Villa. Das sind doch alles Themen, die wir mal ansprechen könnten. Stattdessen verhaken wir uns im Klein-Klein. Es geht um Gerechtigkeit in dieser Krise. Es gibt Menschen, die haben diese Krise verursacht. Und es gibt Menschen, die leiden unter dieser Krise. Und darüber müssen wir reden. Und nicht über 1.000 kleine Ausschüsse. Ich meine, wir haben doch hier ein großes gesellschaftliches Problem. Wo ist denn die Rhetorik, die dem angemessen ist? Also zum einen sind wir jetzt in der Analyse, da würde ich Ihnen sogar zustimmen, dass es dort dort Menschen gibt, die wir besonders adressieren müssen, weil dort der CO2-Ausstoß oder der Treibhausgasausstoß besonders hoch ist. Ich sage aber zum einen, wir müssen alle Menschen adressieren. So, und zum zweiten, wenn Sie das so sagen und wir der Analyse gleich oder ähnlich sind, dann frage ich mich aber auch, wie wir dann mit der Blockade einer ganzen Stadt, gerade auch einer Stadt, die jetzt nicht zu den reichsten in Deutschland gehört, wo denn da dann der richtige Punkt, der richtige Hilfe gefunden ist. Es geht nicht um Analyse, das sage ich nochmal. Die Klimakrise ist für Sie wie für mich vollkommen klar, vollkommen präsent. Wir müssen dagegen anarbeiten. So, und wenn wir das haben, dann geht es doch nicht mehr darum zu analysieren und wir auch weiter die Analyse haben, dass wir eigentlich wir wollen ja das Leben für die Menschen nicht schwerer machen. Wir wollen die Lebensgrundlagen erhalten, damit sie künftig eben weiter ein gutes Leben führen können. So, und jetzt müssen wir. Sie werfen uns jetzt vor, also Sie sind doch verkehrspolitischer Sprecher. Sie sollten doch wissen, dass die paar Staus, die wir hin und wieder produzieren, ein Witz sind gegen das, was an Staus jeden Tag in Deutschland passiert. Also Berlin wird ständig für irgendeinen Marathon gesperrt oder für ein Großevent und dann mault auch keiner rum. Also das, was wir da machen, ist doch ein Witz. Und natürlich wollen wir niemanden blockieren. Also ich habe vor einem Jahr ein Video gesehen, ein Bauarbeiter springt aus seinem Auto, rennt auf die Blockade zu und ist so, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, wegen Corona sind wir alle pleite. Mein Vater war genau so ein Bauarbeiter. Nie Geld, nie Zeit, kleine Firma. Und ich dachte, scheiße. Und trotzdem sitze ich jetzt da mit der letzten Generation, weil wir über Gerechtigkeit sprechen müssen. Und weil wir Druck machen müssen. Und leider ist es halt so, dass große gesellschaftliche Veränderungen sehr oft über Druck auf der Straße passiert sind. Denken Sie an die Frauenrechte. Denken Sie an die Rechte schwarzer Menschen in den USA. Das sind immer über zivilen Ungehorsam passiert. Und ja, das ist doof. Ich will niemanden blockieren. Keiner von uns sitzt da gerne.
Ich würde mich einmal gerne hier einschalten zum Thema Mehrheiten bilden und zum Thema Legitimation dieser Protestform. Das ist ja das Thema, um das es gerade so ein bisschen geht. Und das ist eine Frage an Sie, Herr Thelen. Das ZDF-Politbarometer hat ergeben, dass insgesamt 80% der da befragten Menschen finden, dass illegale Aktionen von Klimaaktivisten wie Ihnen, also wie die Blockaden von Hauptverkehrsstraßen, zu weit gehen. Und hier schreibt auch gerade jemand aus der Community eine konkrete Frage an Sie, die lautet von Ennis Sokolowski auf YouTube: Wäre es nicht klüger, sich vor einem Kohlekraftwerk zu kleben oder Raffinerien zu boykottieren? Ich denke, die Autofahrer können da wenig dafür. Super Frage. Danke. Also zu kurz zu der Zahl mit den 80%. Diese Zahl stimmt. Aber mittlerweile sagen auch 55%, dass doch die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen verschiedener Städte mit uns verhandeln sollen. Also offensichtlich kommt da was in Bewegung. Und ja, was die Kraftwerke angeht, das machen wir auch. Und das haben wir auch probiert. Wir haben uns zum Beispiel an die Ölpipelines geklebt und gekettet, die Öl aus Russland nach Deutschland gebracht haben. Nur leider hat kein Medium darüber berichtet. Das wurde x-mal gemacht. Die Leute, die das gemacht haben, haben hohe Strafen riskiert. Und es hat einfach keine Resonanz gefunden. Und leider, wenn wir uns in den Verkehr reinkleben und es zu diesem Konflikt kommt mit Autofahrern und Autofahrerinnen, dann gibt es immer den großen Aufschrei und plötzlich werden wir hier abends eingeladen und können über unser Anliegen sprechen, den Schutz unserer Lebensgrundlagen, der von unserer Regierung missachtet wird. Und dann fühle ich mich da auch einfach hilflos. Also nochmal, ich habe mir 4 Jahre lang als Reporter in Südafrika, im Irak, in der Arktis, im Ahrtal angeguckt, was die Folgen der Klimakrise sind. Und ich habe diesen Job aufgegeben, der mir sehr viel Freude gemacht hat, und setze mich jetzt auf die Straße. Und ich würde das nicht tun, wenn ich was Besseres wüsste, was ich machen könnte. Wir haben hier noch eine Frage, die speziell an Sie geht, von Fabian Harms auf YouTube. Der fragt: Sie reden ja gerade den zivilen Ungehorsam heilig. Würden Sie es auch gut finden, wenn ich mich auf die Straße klebe, wenn ich gegen ein Tempolimit bin? Ich halte ein Tempolimit für eine gute Sache. Wenn Sie ein Anliegen haben, das moralisch, rational irgendwie gut zu begründen ist, und da finde ich zum Beispiel immer, und das ist ein bisschen hochgestochen, aber ganz kategorisch ein Imperativ, kurz gefasst, tu nur das, was du möchtest, dass es allgemein ein Gesetz werden könnte. Wenn du das Gefühl hast, wenn Sie das Gefühl haben, ja, kein Tempolimit wäre gut, wenn Sie das argumentieren können, klar, machen Sie das. Ich glaube, das hilft nicht. Wir haben es eben in dem Einspieler gesehen. Hohes Tempo führt zu mehr Verkehrstoten, zu mehr CO2-Ausstoß, zu mehr Feinstaubbelastung und. Aber natürlich, und ziviler Ungehorsam ist ja auch vom Verfassungsgericht gedeckt. Also in jeder Demokratie gibt es das. Es ist schlichtweg erlaubt. Es ist eine Straftat, aber eine bewusste Straftat, um etwas anzuprangern, was halt falsch läuft. Herr Thelen, Sie wollten schon das Wort ergreifen. Jetzt haben Sie, glaube ich, ich bin Herr Gelper. Entschuldigung, Herr Gelper. Also ziviler Ungehorsam ist erlaubt, das stimmt, Straftaten sind es nicht, sonst würden sie nicht Straftaten heißen. Natürlich muss die Polizei dann wiederum verhältnismäßig agieren. Natürlich darf es nicht dazu kommen, dass Bürgerinnen und Bürger da aus Selbstjustizgründen auf andere Bürgerinnen und Bürger zurennen und die da verletzen oder misshandeln. So, das heißt, wir sind da an einer virulenten, an einer schwierigen Stelle in unserem Rechtsstaat, in unserer Demokratie. Da ist was erlaubt, das nervt und ärgert andere. Das wird genutzt, um genau mit so einem Mittel zu demonstrieren. Und da müssen beide Seiten trotzdem da ein Stück weit Maß und Mitte halten, damit man dann eben auch danach, nach der Aktion, noch zusammen weiter in der gleichen Stadt leben kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich sage aber auch nochmal dazu, öffentlich Druck zu machen, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das ist total richtig und total wichtig. Man muss dann auch ehrlich bleiben, natürlich, Herr Thelen, wollen Sie blockieren, ja, sonst würden Sie ja nicht eine Blockade auf einer Straße machen. Das sollte man dann auch so sagen, das ist ja per se auch jetzt erstmal nicht verboten, das haben Sie beschrieben. Ob das an jeder Stelle schlau ist, ist wiederum eine andere Frage. Wir müssen gucken und suchen nach den Hebeln, um mehr Klimaschutz, um Erhaltung unserer Lebensgrundlage jeden Tag ein Stück mehr zu verwirklichen. Da, und wissen Sie, Sie haben... Und da sehe ich Sie auch als Partner, also da sehe ich die Grünen als ersten Partner, natürlich. Also ich sehe Sie nicht als auf einem anderen Spektrum. Und ich glaube auch, dass Sie das absolut ernst meinen, die Lebensgrundlagen schützen zu wollen. Ist halt immer nur eine Frage von Tempo, von Durchsetzungskraft und. Ja, genau. Und da fängt es dann halt an, zum Beispiel so eine parlamentarische Mehrheit fürs Tempolimit. Hätte ich gerne, habe ich nicht. So,
So, und da ist jetzt die spannende Frage, wie kriegen wir das hin, dass eine FDP oder meinetwegen auch eine CDU da zu einer anderen Einschätzung der Lage kommt? Wann wird diese Dramatik der Klimakrise auch in diesen Kreisen innerhalb der anderen Parteien bewusst? Wann kommt es da zu dem Gedanken, okay, Klimakrise, Klimaschutz, Erhaltung unserer Lebensgrundlage ist jetzt kein nice to have, sondern ist ein must do? So, und da sind wir auf dem sehr steinigen Weg unterwegs, weil das ist eben gerade kein Selbstläufer, überhaupt nicht. Bloß anzuerkennen, dass es sowas wie einen Klimawandel gibt, heißt dann noch nicht ansatzweise zu akzeptieren, dass man dann auch ins Handeln kommen muss. Und ja, das fängt dann, Entschuldigung. Ja, bitte, nein, also muss glauben ja keine Sie Mono- wirklich, Volker Wissing hat das bloß nicht verstanden? Glauben Sie, Christian Lindner hat die Klimakrise bloß nicht verstanden? Und hätte er das verstanden, würde er handeln? Ich glaube eher, es geht darum, dass so Menschen wie Matthias Döpfner, der Springer-Besitzer, der Springer-Verleger, 1,3 Milliarden besitzt dieser Mensch. Und der sagt, der Klimawandel sei gut. Und dieser Matthias Döpfner fördert Christian Lindner ganz bewusst, so wie sehr, sehr viele, sehr einflussreiche, große Konzerne in Deutschland. Und deswegen macht Christian Lindner die Politik, die er macht. Deswegen macht Wissing die Politik, die er macht. Nicht, weil wir es nicht verstanden haben. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Es gibt Menschen, die profitieren von dieser Krise und es gibt Menschen, die darunter leiden. Und das müssen wir uns klar machen und das müssen wir ändern. Ich glaube, bei Herrn Döpfner, ich kenne ihn nicht. Ja? Deswegen weiß ich nicht, welchen Intelligenzgrad er vor sich herträgt. Aber das ist vielleicht die dümmste Aussage aus seinem, keine Ahnung, was er sonst so erzählt, die er so getan hat, weil das Deutschland versteppt, dass man nach Spanien eben nicht mehr in Urlaub fährt, weil es da viel zu heiß ist, um auch so überhaupt auf solchen Gedanken zu kommen. Also dieses Europa quasi lost zu lassen oder werden zu lassen, wenn das wirklich aus seiner Perspektive eine gute Wahl ist, eine gute Richtung ist, ja, dann ist der Mann einfach lost. Aber das soll uns jetzt nicht aufhalten, sondern wir müssen dann an ihm vorbei, gegen ihn. Und wenn vielleicht gibt es ja auch einen Berührungspunkt, wo man auch mit ihm arbeiten kann, da eben diese Klimakrise bekämpfen, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Und nochmal zurück, beim Tempolimit haben wir aktuell, wenn wir das jetzt morgen im Bundestag abstimmen lassen würden und alle Abgeordneten würden das so machen, vollständig ihrem Gewissen folgen, dann weiß ich zumindest von dem Programm der Parteien her, dass ich da wahrscheinlich eine Zustimmung der Linkspartei bis vielleicht auf ein, zwei Leute, die Zustimmung der SPD vielleicht bis auf ein, zwei Leute 100% bei den Grünen bekommen würde. Das würde aber nicht reichen. So, und das muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, dass FDP, CDU und AfD ganz klar sich gegen den Tempolimit positionieren und dass, wenn es da Menschen gibt innerhalb dieser Parteien, die das anders sehen, dann finden die entweder ihre Stimme dazu nicht oder kriegen die Hand nicht hoch oder beides. Aber noch ich mal, würde mich also gerne noch mal kurz einschalten. Alles gut, das ist ja hier eine lebhafte Diskussion, so soll das ja auch sein. Nochmal zum Stichwort demokratische Entscheidung. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie und oft braucht es für politische Entscheidungen oder es braucht für politische Entscheidungen Mehrheiten. Uns hat noch eine Nachricht erreicht, jetzt gerade live. Karl-Heinz Knüfermann hat uns eine Mail geschrieben, in der er sagt, die letzte Generation hat keine Legitimation für ihr radikales Vorgehen. In Berlin ist der Klimavolksentscheid nicht angenommen worden. Das war doch eine demokratische Entscheidung, Herr Thelen. Richtig. Ich weiß nicht, was sich daraus ableitet für die letzte Generation. Ich glaube schon, dass es eine Legitimation gibt für das, was wir tun. Es gibt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021, das sagt, unsere Regierung bricht die Verfassung, ist nicht mehr auf dem Boden der Verfassung mit ihren Klimaschutzgesetzen. Und nochmal, also es gibt, glaube ich, immer Ziele, wie zum Beispiel Frauenrechte. Dass Frauen wählen gehen dürfen, das stand früher auch in keinem Gesetz. Das hatte auch keine Mehrheit damals in England, weil es Frauen gar nicht wählen durften. Und dann sind die so lange in zivilen Widerstand auf die Straße gegangen, bis sie das durften. Und der Schutz unserer Lebensgrundlagen ist die Voraussetzung für Demokratie, für Menschenwürde, für Freiheit, alles, was unsere Verfassung ausmacht. Und ich leite daraus durchaus eine Legitimität ab. Wie kann man sagen, ist nicht, aber dann hat man halt ein unterschiedliches Weltbild. Und nochmal vielleicht zu dem Punkt, zu diesem Tempolimit. Das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, es wurde eben eingeblendet, 4,9 Millionen Tonnen CO2. Stellen Sie sich mal vor, wir nehmen alle Menschen in Deutschland, würden ihren CO2-Ausstoß auf das reduzieren, was so der Durchschnitt hat. Das sind diese 11 Tonnen. Das heißt, die obersten Drittel müssten relativ viel reduzieren und hätten dann so einen Lebensstandard wie Sie, Herr Gelper, wie ich.
dann hätten wir 30% der notwendigen Einsparungen, die wir machen müssen, schon erreicht. Ohne dass irgendwer unter einer neuen Heizung ächzen muss, ohne dass irgendwer sein Auto verkaufen muss und, und. Die Leute müssten ein bisschen genügsamer werden, die jetzt ihren Überreichtum frönen. Aber ich glaube, das ist vertretbar dafür, dass wir am Ende irgendwie noch was zu essen und zu trinken haben. Ich will ganz kurz an einer Stelle mal anknüpfen, und zwar der Zuschauer, der sich da eingebracht hat, hat ja von dem verlorenen Volksentscheid gesprochen, und ich glaube, das ist so ein Mythos, der sich immer stärker bildet. Der Volksentscheid, das muss man glaube ich sagen, da haben mehr Menschen zugestimmt, als ihn abgelehnt haben. Das Quorum war der entscheidende Faktor. Es haben über 400.000 Menschen gesagt, okay, wir brauchen ambitionierte Klimaschutzziele für Berlin, ambitioniertere als bislang aufgeschrieben ist, sogar einige sagen Ziele, die wir gar nicht erreichen können. Trotzdem haben so viele Menschen gesagt, also eben mehr Menschen als es abgelehnt haben, das brauchen wir. Ich will jetzt nicht kleinreden, dass das Quorum nicht funktioniert hat für diesen Volksentscheid, aber wenn man sagt, der Volksentscheid ist gescheitert oder das wäre sogar noch zutreffend, aber hatte keine Mehrheit oder so, das glaube ich wird dem Bild, was sich da ergeben hat in Berlin, nicht ganz gerecht. Und ich glaube, das, was Herr Thielen versucht auszudrücken, ist, wir haben Gesetze in unserer Republik, die sind demokratisch entstanden, die werden vielfältig gebrochen, immer wieder und immer wieder, und eben auch das Klimaschutzgesetz ist dort tangiert, vollkommen richtig. Und Gesetze kann man brechen. Es gibt ganz wenige Gesetze, die man nicht brechen kann, das sind Naturgesetze. Und das ist eben genau unser Problem, dass wir eine Situation haben, wo menschengemachter Klimawandel, menschengemachte Klimakrise Stück für Stück Raum greift in unserem Leben, unser Leben immer beschwerlicher wird durch diese Klimakrise, weil es stimmt ja, es geht nicht um Klimaschutzvorgaben, die man erreichen will, es geht darum, unser Leben lebenswert zu halten, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, und das wird tangiert durch die Naturgesetze, durch Physik, wenn man so will, durch Physik, Chemie und so weiter. Und da müssen wir drauf eingehen. Und wenn da unsere Gesetze nicht ausreichen, dann kommt inzwischen das Verfassungsgericht daher und sagt, hey, liebe Politik, liebe Demokratie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Naturgesetz, das können wir selbst nicht mal als Gericht ignorieren, das müssen wir mit unserem Recht in Einklang bringen. Und wenn da das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition eher dem nicht ausreichend war, dann muss das angepasst, dann muss das korrigiert werden. So, das ist ja der Hintergrund. Und wenn man das sich zu eigen macht, wenn man das lebt, wenn man das annimmt, dann weiß man auch, dass wir auf diesem Planeten halt gewissen Gesetzmäßigkeiten folgen müssen. Und wenn wir da als Menschen gegen verstoßen, dann kann man das vielleicht eine Zeit lang machen, aber da gibt es halt eine physikalische, eine chemische Reaktion zu, und dann müssen wir damit umgehen. Und das ist jetzt eben diese Klimakrise, die uns das Leben halt immer schwerer machen wird, wenn wir darauf nicht adäquat reagieren. Und deswegen ist es so richtig, da die Energiewende voranzutreiben, die Verkehrswende voranzutreiben, das muss nicht immer einhergehen mit, oder das muss nicht einhergehen mit Wohlstandsverlust. Das muss aber einhergehen mit einer Änderung in der Herstellung der Energie, in der Bereitstellung von Mobilität, auch im Heizen. Ja? Wir werden da keinen Sektor aussparen können, auch nicht das Heizen, aber es stimmt natürlich, es gibt noch Möglichkeiten, dort auch schneller voranzukommen, und natürlich muss man diese Möglichkeiten besonders ergreifen. Ja, wir haben es gerade gehört, da geht es ums Heizen, da geht es um die Mobilitätswende, da geht es um die Energiewende. Das sind aber alles Bereiche, die man vor allem in der Politik vorantreibt. Und dazu haben wir noch eine Frage auf YouTube bekommen von Andreas Dietzler an Sie, Herr Thelen. Wäre es nicht sinnvoller, mit Ihren Anliegen eine Partei zu gründen und die Leute mit Aufklärung und Fakten zu überzeugen, sodass es in der Form Demokratie einen Wandel gibt? Weil demokratisch ist das ja so nicht. Und genau das, in einer leicht abgeänderten Form fordern wir ja. Ich glaube, es gibt die Grünen machen einen guten Job. Es wurden ja auch in verschiedenen Ländern kleinere Klimaparteien gegründet. Unsere Forderung als letzte Generation ist ja derzeit der Gesellschaftsrat. Also ein Bürgerrat zum Thema Klima, der die Frage stellt, wie steigen wir bis 2030 sozialgerecht aus den Fossilen aus? Und ein Gesellschaftsrat, das bedeutet 160 Menschen aus ganz Deutschland, Arme, Reiche, Junge, Alte, gebildet, ungebildet und, repräsentativ zusammengesetzt, werden ausgelost, zusammengesetzt und bekommen in einer Reihe von Sitzungen die notwendige Unterstützung, die sie brauchen, von Experten, von Leuten aus der Wissenschaft, von Politikerinnen, um einen guten Plan, um gute Maßnahmen zu erarbeiten, wie wir dieses Ziel erreichen können, unsere Lebensgrundlagen zu schützen.
Und diese Vorschläge für Maßnahmen gehen dann an den Bundestag und können dann da beschlossen werden oder auch nicht. Aber der Vorteil ist zum einen, dass diese Menschen nicht sich darum sorgen müssen, wiedergewählt zu werden. Und zum anderen haben diese Maßnahmen, Vorschläge eine große Legitimität, weil sie, wie gesagt, von Menschen aus allen Bereichen Deutschlands vorgeschlagen wurden, entwickelt wurden. Und das fordern wir, dass so ein Gesellschaftsrat eingesetzt wird und der uns nach vorne bringt. Denn diese vermeintliche Fortschrittskoalition, die wir gerade haben, SPD, FDP, die Grünen, sind unendlich zerstritten. Wir haben es jetzt schon ganz viel gehört. Und wir kommen nicht so richtig nach vorne. Es gibt keinen Fortschritt. Und wir als letzte Generation glauben, so ein Gesellschaftsrat könnte diesen Fortschritt bringen. Und der ist das Demokratischste, was man sich vorstellen kann, weil darin wie so ein Mini-Deutschland repräsentiert ist. Ja, Herr Gelper, wir haben es gehört. Die Forderung ist, oder das Ziel, was erreicht werden soll, ist bis 2030 sozialverträglich aus den fossilen Energien auszusteigen. Wie realistisch ist denn das aus Ihrer Sicht? Ach ja, ich würde sagen, wir müssen jeden Tag einen Schritt und einen möglichst großen Schritt machen. Und dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. 2030 ist jetzt gerade in Berlin einmal durchgerechnet worden und dort haben viele Menschen gesagt, also viele Expertinnen und Experten gesagt, das ist sehr ambitioniert. Für Deutschland ist das bestimmt nicht minder ambitioniert. Ich würde so einen Gesellschaftsrat, einen Klimabürgerinnenrat, wie auch immer man das Kind dann nennt, vollständig begrüßen, um dann eben auch einmal unter den Menschen das zu diskutieren oder diesen Ausschnitt der Menschen zu diskutieren, welche Maßnahmen denn da akzeptiert werden und was man bereit ist, eben welchen Weg man bereit ist zu gehen. Demokratie muss sich immer beweisen, auch gerade entlang von Krisen. Also es hilft ja nichts, wenn wir eine gute Staatsform haben, oder wir keine bessere kennen, wo eben gut verhandelt wird, wo man immer auf Konsens kommt, wenn die Krisen damit nicht gelöst werden. Und ich glaube, dass diese Demokratie, in der wir leben, Krisen lösen kann und das muss sie beweisen. Und gerade wenn solche Debatten jetzt aufkommen, die Forderungen nach Gesellschaftsrat oder Bürgerinnenrat, dann ist das auch immer eine Anzeige, dass da eine Erwartung gerade nicht erfüllt wird von der Demokratie. Und deswegen ist das auch so eine Forderung nützlich. Ich komme ja persönlich aus dem Osten Deutschlands. Wir hatten hier 89, 90 runde Tische. Da sind auch ein illustrer Kreis von Menschen zusammengekommen, um eben eine große Krise, eine große Chance wahrzunehmen auf eben Demokratie. Und ich glaube, dass wir jetzt nicht minder an der Stelle sind, dass wir schauen müssen, wie kriegen wir diese Klimakrise adäquat, und zwar nicht nur rhetorisch, sondern auch im Handeln gestellt und eben gelöst. Dabei hänge ich mich immer nicht an Jahreszahlen auf, sondern umso größer der erste Schritt ist, umso mehr Zeit kann man sich hinten rauslassen. Deswegen, es geht eigentlich um Tonnen und nicht um Jahre, um Tonnen CO2. Und da sehe ich aktuell, dass wir die Ambition in der Bundesregierung noch, ich sag's mal, stimulieren müssen, damit da jedes Ressort, jeder Sektor seine Ziele voranbringt, nicht seine Ziele, seinen Verpflichtungen nachkommt. Und da ist, das kann man ja immer wieder sehen, hören, lesen, schmecken, fühlen, der Verkehrssektor das größte Sorgenkind und deswegen muss da noch viel mehr passieren. Deswegen muss dort Herr Wissing eben auch ein Klimaschutz-Sofortprogramm jetzt endlich auflegen, damit wir da vorankommen. Und damit da muss dann eben auch Farbe bekannt werden, weil das sind natürlich schwierige Entscheidungen. Ne? Klar, wir müssen dort klimaschädliche Subventionen endlich auflösen, Stichwort Dienstwagenprivileg. Das passt nicht mehr in die Zeit, dass mittels einer steuerlichen Subvention möglichst große Autos in den Markt gedrückt werden, die möglichst viel CO2 ausstoßen. Das kann man besser machen, das kann man anders machen, da kann man sogar Geld mitsparen. Und ja, diesen Weg muss man gehen und das ist eine Maßnahme und es gibt viele von solchen Maßnahmen, die jetzt auch keinem wehtun, weil die Menschen kommen ja dann auch mit einem kleinen Auto, wenn sie unbedingt ein Auto brauchen von A nach B. Und wenn man dann Bus und Bahn noch entsprechend nicht nur einfacher und günstiger machen, sondern auch noch viel attraktiver im Sinne von, dass es eben viel mehr Angebot dort gibt, dann glaube ich, dass auch viele Menschen sagen, ich brauche gar kein eigenes Auto, weil ein eigenes Auto ist ja durchaus auch anstrengend. Man muss es anmelden, man muss warten, man muss es pflegen, man muss Steuern dafür zahlen. So, man muss einen Führerschein machen. Das ist ja, fällt ja alles nicht vom Himmel. Und deswegen, da müssen wir die Kurve kriegen, um endlich da die Menschen mitzunehmen, die Angebote zu machen, wo man auch gerne sich klimafreundlich verhält.
Dann kommen wir da auch, dann kriegen wir doch noch die Kurve. Aber dafür muss es in der Politik, muss es im Parlament, muss es in der Regierung die Anstrengung von allen sein, die dort werkeln, die dieser Klimakrise entgegenzutreten. Weil das ist ja keine, also Klimaschutz oder Erhaltung der Lebensgrundlagen ist ja nun keine alleinige Aufgabe von Bündnis 90 Die Grünen, sondern das adressiert alle. Und das muss auch alle interessieren. Ja, und in verschiedenen Wahlprogrammen von allen Parteien steht da immer irgend so ein Satz mit Erhaltung der Lebensgrundlagen drin. Und das mal ernst zu nehmen, da wirklich auf das Ziel zuzugehen, das fehlt mir bei einigen Parteien noch sehr stark. Und da müssen wir noch mehr Mitstreiter, Mitstreiter in den Parlamenten, aber auch jenseits der Parlamente finden, um da voranzukommen. Ja, wir merken, das, was so am Ende des Horizonts steht, die Ziele oder die Wünsche, die sind auf beiden Seiten gar nicht so weit voneinander entfernt. Der Weg, wie man da hinkommt, aber durchaus. Herr Thelen, Herr Gelper, vielen Dank für diese Diskussion. Sehr gern. Ich gucke zum Schluss dieser Diskussion nochmal in die Kommentare und darauf, was ihr so zu dem Thema denkt. Das ist ja einfach ein Thema, was gerade gefühlt ganz Deutschland spaltet. Hier schreibt jemand, ich kann es absolut verstehen, wenn Autofahrern die Nerven durchgehen. Oder diese Art des Protests ist kompletter Quatsch und erzählt einfach gar nichts. Was genau geht mit dem Kleben einher? Gibt es direkte Gespräche mit der Politik? Und dann liest man aber auch, die Grünen machen nicht genug oder können nicht genug machen und die Aktionen von der sogenannten letzten Generation sind lächerlich. Und hier gibt es aber auch Kommentare, die sagen, wichtig, dass die letzte Generation das macht. Nur so schafft man Aufmerksamkeit. Ihr seht, diese besondere Art des Protests, die vielen nicht gefällt, die Klimaziele, all das sind Themen, die ziemlich unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Deswegen bin ich mir sicher, dass wir hier bei ZDF heute live auch noch das ein oder andere Mal darüber sprechen. Vielen Dank für euren Input und für eure Fragen und vielleicht bis bald.